Einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße Sie hier aus Krefeld vom Krefelder HTC. Diesmal nicht, weil ein Bundesligaspiel auf dem Programm steht, sondern hier zum zweiten Mal hintereinander. Und da sind die Verantwortlichen hier beim Krefelder HTC ganz besonders stolz drauf. Zum zweiten Mal hintereinander findet hier die deutsche Meisterschaft, die Endrunde der männlichen Jugend A statt. Qualifiziert haben sich, wir sehen hinter mir die Logos, haben sich die Heimmannschaft der Krefelder HTC, dann der Tennisclub Blau-Weiß Berlin. Dann begrüßen wir hier im Laufe des Tages auch die Mannschaft vom Düsseldorfer HC und nicht zuletzt Uhlenhorst Mülheim. Und Krefeld gegen Uhlenhorst Mülheim im Bereich der männlichen Jugend A, das ist eine Geschichte für sich. Da hat es nämlich im letzten Jahr hier an gleicher Stelle ein super spannendes Finale gegeben, das dann am Ende die Mülheimer Jungs gewonnen haben. Also Zeit und Gelegenheit für die Krefelder Mannschaft, sich zu rehabilitieren und vielleicht den Schritt ins Finale zu machen. Denn das ist das erste Halbfinale, Krefeld gegen Mülheim. Und das beginnt um 11 Uhr und wir sind gespannt darauf, wie sich denn das weiterentwickelt. Zweites Halbfinale, logischerweise Düsseldorfer HC gegen Blau-Weiß Berlin. Aber wir freuen uns natürlich erstmal auf die erste Semifinalrunde zwischen Krefeld und Mülheim. Die besten Nachwuchshockeyspieler stehen sich also hier gegenüber im Laufe dieses Wochenendes. Morgen Semifinale, morgen Finale und wir sind gespannt und freuen uns auf spannende Nachwuchshockeyspiele hier im Hockeyparadies in Krefeld. THTC, THTC! Thank you.
Thank you.
Das erste Halbfinale haben wir gerade hinter uns bei der Deutschen Meisterschaft Männlicher Jugend A hier in Krefeld beim CRTC. Ganz enge Kiste war es. Wir könnten jetzt die Fahne mit dem Logo von Uhlenhaus Mülheim so ein bisschen höher hängen, weil sie haben das Finale erreicht. Ich begrüße Jan Fleckhorst, den Trainer. War aber ein hartes Stück Arbeit. Ja, definitiv. Also die Fahne, die haben wir letztes Jahr schon mal mitgenommen, würden wir dieses Jahr auch gerne machen. Im Vorhinein wussten wir, dass es ein hartes Spiel wird. Defensiv ist Krefeld extrem gut, haben sie heute gut gemacht, haben die spielerische Qualität, um gute Konter zu setzen, was sie auch gemacht haben. Ich denke mal, wer das Spiel ja gesehen hat, hat auch gesehen, dass wir das Spiel geführt haben, kontrolliert haben, aber auch immer wieder die Konter zugelassen haben, die dann zu Ecken führten, die dann zu Toren führten. Ich glaube, ich habe es jetzt nicht schwarz auf weiß, aber ich glaube, 3 Ecken, 2 Tore. Das ist natürlich sehr effizient von Krefeld. Wir haben uns sehr schwer getan gegen die kompakte Defensive, haben in der ersten Halbzeit überhaupt nicht zu unserem Spiel gefunden, haben nur lange Bälle geschlagen, haben versucht mit Einzelaktionen es zu lösen. In der zweiten Halbzeit haben wir es besser gemacht, waren viel dynamischer, haben auch die Freiräume bespielt, die wenigen Freiräume, die sich geben, und haben, ja, ich denke mal, verdient gewonnen. Wird auch jeder hier so sehen, auch wenn es sonst vom Spielverlauf natürlich sehr emotional und sehr knapp auch war. Das ist wohl richtig und verdient gewonnen. Man hat gemeint, so 60% Ballbesitz war auf den Seiten der Mülheimer. Ja, oder vielleicht auch 70. Aber es ist ja auch egal. Ich denke mal, wer es hier gesehen hat, der sieht, dass wir das Spiel kontrollieren, dass wir das Spiel machen wollen, dass wir den Anspruch haben, das Spiel zu machen. Krefeld hat sehr defensiv gespielt und hat versucht, das Spiel unser Spiel nicht aufkommen zu lassen. Und das haben sie auch geschafft, weite Teile. Und das ist natürlich auch eine gute Leistung. Und ob man jetzt nur gut Hockey spielt, wenn man gut zocken kann und gut spielt, oder ob man defensiv gut steht, weiß ich nicht, will ich nicht beurteilen. Wir sind auf jeden Fall natürlich noch nicht zufrieden mit der Leistung. Wir wollen uns steigern für morgen. Und auch ein Riesenkompliment an Krefeld, das haben sie gut gemacht. Ich weiß, dass ich jetzt keine konkrete Antwort bekomme. Ich frage es trotzdem. Jetzt gibt es gleich das zweite Halbfinale. Ja. Düsseldorf gegen Blau-Weiß Berlin. Wenn man jetzt so Wünsche äußern könnte, die dann auch in Erfüllung gehen vom Hockeygott, dann auch positiv beschieden werden. Welcher Gegner wäre Jan Fleckhaus lieber? Boah, das ist echt eine schwierige Frage. Also ich denke mal, so ein Westfinale hat immer eine große Brisanz. Aber auch die Berliner Jungs haben, glaube ich, ein gutes Team. Ich glaube, es wird ein schönes Spiel. Kommt es, glaube ich, auch entgegen, Teams, die auch offensiver spielen. Deshalb kann ich es nicht sagen. Aber wie gesagt, die Antwort kann ich nicht geben. Ich freue mich auf beide Gegner. Ich freue mich auf unser Spiel morgen. Und ich denke, dass wir es auch gut gestalten werden.
Und wir freuen uns auf Wiedersehen nach dem Finale hier an gleicher Stelle. Dankeschön, Jan Fleckhaus. Danke, danke. Robin Rösch ist jetzt hier, Trainer des Krefelder HTC. Gerade im ersten Halbfinale mit 2:3, also ganz knapp unterlegen, Uhlenhorst Mülheim. Noch so ein bisschen ja, traurig, gefrustet. Ich weiß den Gesichtsausdruck nicht ganz zu deuten. Auf jeden Fall war es eine knappe Kiste. Mit ein bisschen Glück hätte man zumindest die Verlängerung erreichen können. Ja, also natürlich ist im Moment traurig, dass man so ein Spiel verliert. Halbfinale Deutsche Meisterschaft. Auf der anderen Seite natürlich auch zufrieden mit der Leistung der Mannschaft. Die waren sehr, sehr nahe dran. Tolle Leistung, toller Kampf meiner Mannschaft, aber die individuelle Klasse von Mülheim gibt dann eben den Ausschlag, das Spiel dann verdient zu gewinnen letzten Endes. Ja. Vor allen Dingen in der Defensive eine starke Leistung des Krefelder Teams. Ja, ich fand, wir haben leidenschaftlich verteidigt, wir haben gut verteidigt, wir waren gut eingestellt, die Jungs haben das sehr gut umgesetzt, was wir miteinander ausgemacht und besprochen haben. Ja, von daher doch sehr zufrieden mit den Jungs und insgesamt den einen oder anderen Konter vielleicht noch klüger ausspielen, ein bisschen länger Ballbesitz, dann wäre da vielleicht heute auch sogar mehr drin gewesen. Hier steht das Spiel um Platz 3 im Raum, morgen. Jetzt muss man die Jungs wieder auf Vordermann bringen und dafür begeistern, da nochmal alles zu geben. Wie macht man das als Trainer? Ja, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir diese Enttäuschung und die Niedergeschlagenheit so ein bisschen rauskriegen. Dann werden wir heute Abend zusammen essen gehen. Aber ich denke, dass wir morgen dann wieder neue Lust haben, so ein Spiel um Platz 3 dann auch zu spielen. Denn immerhin, wer ist dann die drittbeste Mannschaft, männliche Jugend A in Deutschland? Da kann man sich doch auch schon was verkaufen und drauf was einbilden. Wir bilden uns weniger ein. Wir gucken mehr nach unserer Leistung und wie der Platzierung letzten Endes ist. Ist an sich mir nicht so wichtig. Wäre natürlich gerne im Finale gestanden und ja, aber in der Fall ist halt der erste Platz das, was zählt für mich und alle anderen Plätze sind nicht so. Gut, Robin, euch aber trotzdem alles Glück beim kleinen Finale morgen. Ja, vielen lieben Dank. Dankeschön. Danke.